Vom Paradies, aber nichts wirklich nächstes wie Sommer in Wien. Glaubt es nicht, komm nach Wien mit Tonnen, Tom Apelin. Denn nichts wirklich nächstes wie Sommer in Wien. Ja, man kann schon wieder lieben. Yeah, chillin' with my man Tester. He's cutting tomatoes. Was ist denn der Plan, Mosch? Bitte? In Dänemark, das ist ein wenig verstörend, bis zu der dämlichen Street. C-A-O-D, make me home in weeks. I walk, stay, speak, swag, to the weed I keep. Flight land and I kiss. Also, wie heißt sie? In Lien. Sehr guten Film sehen wollt, dann schaut von Thomas Vinterberg aus Dänemark It's All About Love. Ein sehr, sehr, sehr guter Film. Wie geht der Eutertü-Modus? Eutertü, okay. Ich will jetzt erst noch den nächste Finalistin sehen. Eudatschü! Gewinner! Oder Gewinnerin! Das Kiddy-Contest! Das Kiddy-Contest! Das ist so hoch, das meint. Das schauen Sie, das gibt Tausende von Österreichern begeistert an. Wir sind ja in einem historischen Moment auf jeden Fall. Was ist das Gemüse? Was ist das Gemüse? Das Gemüse? Ja. Das ist ein Gemüselied gewesen. Das ist ich habe nicht mehr so Pop-Songs, sondern mit so chemischen Texten. Was hat sie gemacht? Ich hasse Tomaten. Keine Ehre. Seid mal leise, ich will das Lied aufnehmen. Warte mal, der Rock. In 43, Spalte in 43. Welches der folgenden Tiere gehört zu den Kleinbären?
der Eisbär oder der Rasenbär? Der Rasenbär. Der Rasenbär. Der Rasenbär hat einen kleinen. Check it out. Oida Tschü! Ja. Mann, das ist der Remix von Dr. X. Das ganze Ding gibt's zum Download. Am 19.05. schon rausgekommen und das Downtown Bracker. Hier. Hallo, ach ja, ich vergaß, am Montag ist die Last Downtown Labor Night B72, wo ich auch einen längeren Auftritt hinlegen werde. Das andere ist feudale Menschen. Noch viel längere Auftritte, es wird super. B72, Montagabend, kommt dahin, HLR. Okay, ORF, ja, cool, gut gemacht, Videotext, aber, wo ist es jetzt schon wieder? Ach da, Form schreibt man klein. Das sollte man wissen in Österreich. Idioten, echt. Und Karel kommt am L hin und ein Ä eigentlich. Zwei Punkte fehlen. Nichts könnt ihr richtig machen, ey. Trinkst du so viel Red Bull? Like the yayo. Schau in die Augen, wenn du Hand gibst. Ich hab keinen Anstand, aber nie ansehen. Ich kann echt der Meisterger und kann es kein Mann stehen. Ich bin dieser Fuck away in the wilderness. Ja, genau, wegen der Tasche bin ich jetzt auch da übrigens. Hallo, das ist der VIP-Raum. Hallo, 4 Quadratmeter oder 2. Hey, Bone! Hallo. Michel! Bone! Grüß Gott! Auf Befehl, geht doch gar nicht. Ja, genau. Auf Befehl, ho. Du Form. Ja, das ist so. Also ich muss schon sagen, unsere Mädels, die waren ärgstens enttäuscht, dass sie nicht mehr live erlebt haben, dass du so bald angefangen hast und wir zu spät gekommen sind. Welche Mädels? Ja, unsere Mädels. Alle? Ja, unsere Mädels, alle Mädels, schätze ich mal. Geil. Vor allem, ich glaube, du bist der ärgste Frauenmagnet. Ich kann es aber live wiederholen. Frauenmagnet. Ja, beim nächsten Mal, das klappt dann. DJ Chris Fader. Erzähl was, wie fandest du es heute? Hat es dir Spaß gemacht? Es war nett, ich habe selber nichts zu tun gehabt, Gott sei Dank. Aber meine Labelkameraden haben das schon hingekriegt. Der Form hat zwar irgendwie einen anderen Aushänger gehabt, da wo keiner genau weiß, was das sein hat sollen.
Aber auch dafür ist was cool sonst. Geht so quasi, ja. Okay. Ich hab da irgendwie gerade so aus Deutschland so ein nice Movement aufgenommen, Antilopen-Style, das heißt, man hatet einfach alles. Also das ist so die erste Gruppierung aus Deutschland, wo ich mich wirklich damit identifizieren kann, weil ja, grundsätzlich alles hate. Also ich glaube, Antilopen-Gang, wenn ihr einen DJ braucht, ich mach dumme Wordcards, habe ich beizutragen natürlich. Okay. Also ich cut einfach Form a cappella, dann glaube ich, kann ich bei euch mitmachen, oder? Als official siebtes Mitglied, wie viel sind Sie denn? Vier, fünftes Mitglied. Ich bin Ösi, nennt mich trotzdem. Gibt's doch Anti-Ösis eigentlich, kennst du Anti-Ösis? Auf dem Klo ist so ein Anti-Ösis raus. Tag. Ja, das ist für deutschen Studenten, die sowieso nicht gern gesehen sind in der Stadt. So. Weil die Bildungsflüchtlinge sind. Von Österreich. Die nehmen nur bildungswillige Tiroler wie ich und bin die Schule plötzlich. Das geht überhaupt nicht klar, verdammte Scheiße. Sonst glaubt es auch überall besser zu sein und bei den Unis sind es mir auf einmal. Fickzei. Nein. Hier, Alexander von The Closing. Deine Meinung ist doch viel zu unterrepräsentiert. Die Form war wunderbar. Bauen Sie das aus! Schmücken Sie es aus in blumigen Worten! Form, ich muss sagen, der Lichtblick des Abends. Dieses Lächeln. Ein weiterer Vertreter dieser Bildungssparte, Josef. Ich habe ihn das erste Mal sehen dürfen mit den Beats, die er dafür vorgesehen hat. Das war wunderschön. HSB haben mich überrascht, der neue Sound. Schöner Abend. Sehr gut. Ja, eh. Was sagt der Josef? Was willst du, Form? Was willst du wissen? Wie ist dein Resümee? Was ist dein Resümee? Bis heutigen Abend? Yes. Das war Zeit, Mann. Das war Zeit, der Form hat gespürt. Und das war sehr cool. Monomassiv Wien. Form ist der Shit. Und wer bist denn du? Grüß dich, ich bin nicht der Scheibster. Das war das erste Mal. Mein Name ist Florian. Und ich war heute Zeuge des epochalen, Wien-einnehmenden, alles andere zervögelnde Auftritts. Die ist noch in der richtigen Form. Von Form. Im Gegensatz zum Auftritt von Scheibster habe ich nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, der Auftritt von Scheibster war super cool. Ja. Also, Liebe. Das mache ich nämlich gut gerne. So, es ist jetzt Wien, 8.40 Uhr und ich habe ungefähr 5 Minuten geschlafen. Das ist aber nicht so schlimm. Ich fliege noch 1,5 Stunden. Kann ich schlafen. Vielleicht kann ich jetzt auch in der U-Bahn schlafen. Da habe ich aber vielleicht kein Ticket. Sollte ich vielleicht nicht schlafen. Wie auch immer. Diese Label Night war sehr gut. Es war sauvoll. Crazy fucking, ficky picky fucking voll. Crazy. Und es waren die Leute da, die ich wollte. Yeah. Ich bin ein bisschen kaputt. Die schwäbische Prägele mit Hieb. Nicht ganz so trocken wie bei euch, nur schön fettriechend. Mmm, lecker. Damit es sagt,